Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! Ah, bitte, sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Hi, ich bin Guybrush. Und du bist? Ich bin Madame Xima, Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Wie auch immer, erzähle mir etwas über meine Zukunft. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut, wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Hm, ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Oh, lass das. Mach nur, dass die Schmerzen aufhören. Bitte.
mich gebissen. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Junge, du siehst ja furchtbar aus. Hör auf zu schreien. Was ist das? Ich habe diese wilde Pfefferschote gefunden. Sch, danke. Ah, das passt hervorragend zu meinem Antikatermittel. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Sch, danke. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Sch, danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Ah, viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten.
Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja, ja, ja. Was geschah mit all den Gästen? Als der Ort den Bach runterging, sind alle abgereist. Alle außer einem. Der Gast, der niemals ging. Kommt jetzt was Gruseliges? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann, eines Nachts, hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie leckere Köstlichkeiten gegrillt? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend, genau um 6 Uhr, brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Also, was machte dem Zauber ein Ende? Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Minestrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen.
Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Geben Sie mir etwas, was meine Nebenhöhlen freimacht. Ein Grog mit Menthol. Kommt sofort. Kommt sofort. Autsch! Hier hast du deinen Becher zurück. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Autsch! Hier hast du deinen Becher zurück. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. Was? Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Ich habe keinen Kater. Ich fühle mich großartig. Das hat sie geöffnet. Das macht den Drink umso ansprechender. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Genau genommen für... Oh, ich fühl... Sagte also der Leichenbestatter, ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bart. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin.
Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Hey! Ich bin nicht wirklich tot. Oh, hör auf damit. Dieses verräterische Hämmern her. Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Wow. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Ich habe schon einen schönen Skelettarm, danke sehr. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin.
Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Sie ist bereits offen. Nein. Ich kann den Flur sehen. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie van Salat. Es ist an die Wand genagelt. Sie sind an die Wand genagelt. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden.